Hallo, willkommen zu PD 2. Shadow Raid, Diebe des Schattens, Schattenraub, wie es jetzt heißt, oder wie es wahrscheinlich nach dem nächsten Patch heißt, Einbruch in die RTL-Lagerhäuser. Bevor ich noch mehr Schwachsinn labere, denke ich mal, holen wir uns hier einfach mal schnell die Vorteile. Einfach mal alle. Es sind eh nur zwei interessant, die das Ganze leichter machen, und zwar das hier, die Leichensäcke und der Aufklärer. Der Rest ist eigentlich nur dafür da, um den ganzen Auftrag so ein bisschen schneller zu machen. Ansonsten kann es halt passieren, dass ich 20 Minuten lang nur Taschen transportiere. Und das wird halt damit verhindert. So, dann wollen wir mal gucken. Pech haben wir schon mal. Und zwar ist die Zipline oben. Hey. Gibt aber noch eine Lösung. Also, die Zipline, die auf dem Dach ist, ist echt scheiße. Aber sie kann auch woanders sein. Es muss nicht sein, dass sie auf dem Dach ist. Sie kann auch hinter mir an der Küste sein, ne? Und da wäre es wesentlich besser gewesen. Aber nein, wir haben die bescheuerte Zipline bei Vorführeffekt. Lässt grüßen. Bis jetzt sieht alles danach aus, als wenn ich die Taschen nachher ewig lange transportieren darf. Ich würde niemals das Treppenhaus nehmen, deswegen springe ich hier immer übers Geländer, weil das Treppenhaus ist Entdeckungsrisiko Nummer 1 und RTL sieht alles, das ist das Problem. Und darum springen wir hier übers Geländer, da ist das nicht das Problem. Weil es kann passieren, und das ist irgendwie manchmal sehr lustig, wenn man im Treppenhaus steht, dass die Wachmänner ein quasi von hinten sehen können. Okay, ich weiß also, wo die Taschen hin müssten. Das könnten wir so versuchen. Die haben auch die Leiter, das ist gut. Und Wachmann können wir auch gleich ausschalten. Der muss hier sowieso weg. Ja, wir haben jetzt hier nicht den besten Kram gekriegt, den man so kriegen kann, was jetzt Ablage der Beute ist, betrifft. Und da haben wir jetzt nicht wirklich viel Glück. Also wir haben eigentlich so ziemlich die Arschkarte, weil ich finde, Zipline auf dem Dach ist immer scheiße. Look. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir müssen jetzt einfach das Beste draus machen. Und die Tür hier vorne ist auch immer ganz interessant, wenn man diese knackt, dann kommt man zum Kameratypen. Zum Sicherheitsmann. Zum obersten Sicherheitsmann. Und wenn wir den wegholzen, dann sind zumindest die Kameras aus. Und wir kriegen noch was anderes Schönes. Und zwar die Keycard. Und die Keycard, wenn man jetzt mit mehreren Leuten spielt, dann braucht man zwei Keycards und dann kann man später noch und dann Safe öffnen, den zeige ich euch auch noch, weil wir da ja eh vorbeikommen. Haben wir ja sonst irgendwas? So, die RTL-Sendezentrale ist damit ausgeschaltet. Wir brauchen jetzt hier das Brecheisen. Den Typen können wir da stehen lassen. Ist nichts drin, haben wir ein bisschen Pech. Halt mal. Ah ne, das werden wir ja gleich sehen. Das Bildchen nehmen wir mit. Der Server da? Und hat er, ja, oh Gott sei Dank. Denn wenn der Server nicht hier ist, dann ist er im Sicherheitsraum, wo wir den Typen gerade umgelegt haben. Deswegen mal ein bisschen aufpassen. Wenn der Server nicht hier ist, dann ist er hinten. Und wieder eine Tür knacken. Und sind wir hier eigentlich fertig? Ist hier sonst noch was? Muss gerade überlegen? Nee, wir haben hier alles rausgeholt, was wir jetzt finden konnten. Müssen wir den ganzen Müll nachher bloß wegbringen. Bis auf den Server wird das gar nicht das Problem werden, denke ich. Der Server wird nachher das Problem. Weil der Punkt da, ihr seht den,
ist eine Mauer, wo das Zeug drüber geworfen werden muss. Und den Server kann man nicht so hochwerfen. Dann kriege ich definitiv nicht über die Mauer. Aber den ganzen anderen Schrapel hier, die anderen drei Sachen, den kriegen wir da. So, bringe ich jetzt auch am besten direkt mal weg. Ist vielleicht jetzt nicht das Beste, um die Beute loszuwerden, aber es hätte schlimmer kommen können. Ich denke mal, das geht eigentlich. Ja. Wir müssen das Beste draus machen, das bringt ja alles nichts. Was Besseres kriegen wir jetzt hier eh nicht. Hepp. Ich denke mal, es geht sogar recht fix. Das Einzige, wo man halt aufpassen muss, ist, dass immer wieder RTL-Praktikanten vorbeikommen. Und die sollten nicht sehen, dass ich hier den ganzen Plunder wegbringe. Da kommen auch gerade welche. Wenn man vom Teufel spricht. Hier haben wir nichts. Natürlich nicht. Jetzt muss ich mich beeilen. Perfekt. Aber wenigstens was Gutes. Wir sehen da den Hubschrauber nämlich anfliegen. Und zwar kann er zwei unterschiedliche Sachen bringen. Einmal den Container. Den bringt er gerade. Das ist richtig gut. Oder er bringt noch mehr Wachmänner. Und das ist nicht so gut. Logisch. Und wir haben jetzt den Container. Und das ist perfekt. Nicht noch mehr Wachmänner. Muss ja doch echt nicht sein. Wir haben ja echt genug rumlaufen. Zumindest was Gutes. Danke, RTL. Ihr seid awesome. Nord. Okay. Und jetzt muss ich aufpassen. Alle Container, wo an der Seite Murky Water draufsteht, kann man aufmachen. Alle anderen Container hier, diesen hier nicht, den hier nicht. Überall, wo Murky Water an der Seite steht. Die können wir aufmachen. Und das sind... Ja, wie viele sind denn das? Das sind hier hinten drei. Ist da noch einer? Ich glaube, das sind 6 oder 7 Stück müssten das sein. Bin mir aber nicht sicher. So, ist der Typ da weg? Ja, der haut gerade ab. Dann können wir das nämlich gleich ausnutzen. Und hier oben in den gut versteckten Container. Und wir haben doppelt Glück. Ah. Da ist sogar noch ein Brecheisen drin. Ja. Aber wir haben ja schon eins. Schade, dass man damit nicht einen auf Gordon Freeman machen kann und damit zuklappen kann. Damit sind die ersten 6 Taschen schon mal weg. Den Server kann ich nicht da drüber werfen. Das, den muss ich also einzeln nach vorne bringen. Das könnten wir ja theoretisch... Ja, das machen wir gleich mal, wenn wir hier sowieso unterwegs sind. Ich bringe mir auch gleich mal den Server weg. Was ich aber in diesem Spiel so genial finde, wenn es jetzt hier zum Beispiel um Stealthen geht, wie jetzt gerade, anders als in Spielen wie Splinter Cell, Metal Gear Solid und Hitman, haben Wachen hier keine festen Wege. Das bedeutet, sie können überall rumlaufen. Es ist selten, aber es kann sogar passieren, dass hier jetzt einer langläuft, wo ich jetzt lang will. Selten, aber es kann passieren. Denn ihr kennt das ja sicher, was weiß ich jetzt. Nehmen wir mal als Beispiel Splinter Cell. Und wir haben da ein Gebäude und davor patrouillieren 2 Wachen. Die haben ihre festen Wege. Und das ist hier nicht der Fall. Es kann hier also auch passieren, dass Wachen von Inneren des Gebäudes rauskommen oder auch welche reingehen. Der einzige sichere Raum, den wir in dieser Mission haben, ist hier am Fahrzeug und an diesem Gebäude da oben. Da geht wirklich kein Schwein lang. Also man könnte eigentlich sagen, hier wo so dieser Strich lang geht, hier ist safe. Sollte aber Alarm ausgelöst werden, kommen hier nochmal Wachen raus. Ach übrigens, weil ich gerade bei Alarm bin. Hey. Den solltet ihr in dieser Mission echt nicht auslösen. Also selbst wenn in der Missionsbeschreibung steht, Stealth ist eine Möglichkeit. Nein, Stealth ist hier keine Möglichkeit. Stealth ist hier die einzige Möglichkeit.
Rambo führt hier dazu, dass sofort ja nicht nur Alarm ausgelöst wird, sondern ein Timer von einer Minute runterläuft. In der müsst ihr hier weg sein. Mit den geforderten Taschen. Darum ist hier Rambo keine Möglichkeit. Das ist die einzige Mission bisher im Spiel, wo es halt wirklich heißt, Stealth oder Pech. Find's schade, ich hätte gern noch mehr Missionen dieser Art. Hey. Aber es sagt das, weil es immer noch Leute gibt, die das nicht wissen. Und deswegen als Hinweis, diese Mission ist nur zu stealthen. Dafür lohnt es sich aber auch. Ich meine, ich kann hier mal gucken, was wir hier schon kriegen. Ja, 1,5 Millionen. Ist jetzt okay, nicht die Welt. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Okay. Können wir nämlich gleich noch, wenn wir schon mal hier sind. Hui. Der Kollege hier hat auch noch eine Keycard. Der eben orangen Overall und mit dem gelben Helm. Der hat immer eine Keycard. Und wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, ihr braucht zwei. Seht also zu, dass ihr zwei Keycards bekommt. Dann könnt ihr das öffnen, was ich jetzt euch gleich zeige. Weil ich ja da sowieso hin muss. Hier ist noch ein Brecher. Also. So, guckt euch an, was RTL hier alles zu liegen hat. Knarren, ne? Wenn die DSDS-Kandidaten nicht das machen, was RTL will, dann werden nochmal andere Geschütze ausgepackt. Und sogar die dicken Artefakte geklaut. Also, ehrlich, ihr seid skrupellos. Jetzt ist es meins. Also, man kann eigentlich sagen, ich klaue die Sachen hier nicht. Ich rette sie. Vor Dieter Bohlen und Co. So, das ist hier dieses Gebiet, wo man die zwei Keykarten braucht. Innerhalb von 10 Sekunden müssen beide Keycards rein und dann bekommt ihr eine Samurai-Rüstung mit 4 Teilen, die so viel wert sind, jedes Teil, wie ein Artefakt, also umfasst mit 300.000 auf Death Wish. Und das ist ein nettes Sümmchen. Man kann den Safe auch alleine öffnen. Ich spiele mit dem Gedanken, es einfach mal zu probieren nachher. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Weil ich da so ein bisschen skeptisch bin. Das war da. Da müssten wir den Typen mit seinem gelben Helm gut erwischen. Oder aber noch eine Wache erschießen. Denn es läuft hier noch mindestens eine Wache mit Keycard rum. Aber das weiß man halt immer vorher nicht, wer die Keycard hat. Deswegen ist der Bauarbeiter da immer ein bisschen leichter. Trotzdem würde ich aufpassen, wenn ihr hier zu viert spielt. Und ihr wollt den Safe aufmachen. Wenn die Wachen den Safe sehen, dass er geöffnet ist, lösen die Alarm aus. Nicht, dass ihr euch wundert hinterher, warum die jetzt auf einmal Alarm auslösen wollen. Nochmal ein Artefakt. Oh, das ist richtig gut. Wiegt zwar eine ganze Menge. Also es ist, ich kann das jetzt nicht in Kilo beschreiben. Aber ich denke mal, alle Kandidatinnen bei Germany's Next Topmodel wiegen so viel wie dieses Artefakt. Und ihr wisst, dass die nichts wiegen. Ist ja auch kein Wunder. Die haben bloß Skelette. Ah. Und der steht fest. Na, ganz toll. Man sieht's da. Rechts neben ihm ist noch eine Kiste. Aber wenn der da feststeht, dann können wir uns die Kiste schon mal abschminken. Die Kiste da. Uiuiuiuiuiuiui. Hat noch seinen Kumpel mitgebracht. Na, das können wir knicken. Denn da ist noch eine Kiste. Aber nee, das wird im Leben nix. Das wird im Leben nix. Nee. Da habe ich auch eine andere Idee. Wir bringen erstmal den Popel hier weg, den wir haben. Wir sind zeitmäßig echt gut dabei. Das Blöde ist halt nur, dass wir jetzt so vielen schweren Scheiß haben und den muss ich jetzt zum Auto bringen. Wäre die Zipline jetzt da, dann wäre das gar nicht das Problem, aber den Kram muss ich jetzt wirklich bis nach vorne bringen. Das dauert jetzt ein bisschen.
Gerade das Artefakt hier, ihr seht es. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen das wiegt. So Tine Wittler-mäßig. Obwohl, die würde ich nicht wegkriegen. Ich hätte mein... Ah, obwohl, doch, da muss ich nochmal hingehen. Ich muss nochmal hoch. Ich habe oben nämlich noch ein bisschen was vergessen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hoch. Dann haben wir das nämlich abgehakt. Ich werde ja so viel Beute wie möglich rausholen. Nicht nur wie nötig. Hier könnte man auch die Käfige aufbohren, ist aber gefährlich. Weil wie gesagt, Wachen sind da schnell skeptisch. Ah, perfekt. Hat sich doch gelohnt, nochmal hochzukommen. Liegt nämlich auf Geld. Liegt hier noch was? Armbrecheisen, das liegt da auch immer. Okay, hier haben wir auch alles. Okay. Denke mal den ganzen... Oh, oh, das ist so viel, ey. Und da macht sich das dann halt... Da lohnt es sich dann halt wirklich, wenn man zu viert spielt. Aber wir haben... Ah, das ist richtig gut. Wir haben einen Vorteil. Ich muss mal gucken, wie hoch ich das Gold werfen kann. Nicht so. Wir können es einfach mal probieren. Dann kann ich das hier nämlich wieder über die Mauer werfen. Das wäre nicht schlecht. Ab und zu ist hier nämlich auch nochmal ein Gitter vor und das muss man wegbrennen. Haben wir ein bisschen Glück, dass das jetzt nicht da ist. Das ist richtig gut. Auch wenn wir die Zipline hier vorne nicht haben, haben wir immer noch etwas Glück. Also mit dem Artefakt brauche ich das nicht zu versuchen, das über die Mauer zu werfen. Da muss ich wirklich bis zum Auto vorne mit. Und das ist halt das, wo nicht wirklich viel passiert. Erste Tier. Das Artefakt. Oh Gott, das wiegt wieder Tonnen. Das Artefakt, ich freue mich immer, wenn ich eins finde. Weil es halt über 300.000 wert ist auf Deathrush. Aber es wiegt halt dementsprechend. Und wenn ihr den Transporter nicht geskillt habt, dann seid ihr nochmal 50% langsamer als das hier. Und das ist ja schon Schrittgeschwindigkeit. Das ist... Oh Gott. Ja, ich habe ganz vergessen vorher zu zeigen, welche Skills ich für diese Mission benutze. Kann ich euch aber sagen, beim Mastermind habe ich jetzt... Ist eigentlich nur der Aufklärer wichtig. Was heißt wichtig? Man kann es sich damit leichter machen, wenn man die Wachmänner auf dem Außenlager gut sehen kann. Im Gebäude sieht man die mit dem Aufklärer auch nicht. Auf dem Dach sieht man die noch. Aber halt sonst nirgendwo. Im Gebäude nicht. Dann halt, wie gesagt, den Transporter vom Vollstrecker. Beim Techniker habe ich nichts. Nee, nichts. Beim Geist... Wie immer Shinobi, habe ich euch ja erzählt. Shinobi ist das A und O, wenn man stealthen möchte. Was habe ich noch? Was habe ich denn noch? Ah ja, schnelle Finger, um die Taschen schneller zu greifen. Ja, zwei ECMs habe ich, aber das ist jetzt nicht das, was wir brauchen. Ich habe nicht mal ein ECM benutzt. Oh Gott, das dauert so lange mit den scheiß Artefakten. Mein Gott, ey. Die sind so schön viel wert, aber es dauert halt ewig. Würde ja gerne nochmal in die Halle rein und an die zwei Kisten, wo die Wachen stehen. Aber, wie gesagt, es gibt ja die, es gibt die patrouillierenden Wachen und dann gibt es die Wachen, die feststehen. Die bewegen sich die ganze Mission nicht mehr. Und das kann von Vorteil sein, definitiv. Es kann aber auch von Nachteil sein, wenn sie in einem Gebiet stehen, wo man durch muss. Und wie viele habe ich denn jetzt eigentlich gepagert? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Vielleicht umgebracht. Ach, ist auch egal. So, das liegt schon mal da soweit. Dann kann ich jetzt wieder was über den Zaun werfen. Denk mal, das mache ich jetzt als erstes. Dann ist das hier nämlich auch alles weg. Und dann gehe ich nach vorne zum Auto. Und schmeiß den Rest weg. Dann sind wir damit wenigstens schon mal durch.
Sind wir wieder hier? Hier waren wir nämlich schon mal. So blöd ist. Ich weiß nicht, wie hoch das Gold fliegt. Es kann sein, dass ich das doch noch mit nach vorne nehmen muss. Will ich eigentlich nicht machen. Ey. Ich kann das niemals so hoch werfen. Wie weit er mich gesehen hat? Knapp. Mit dem Artefakt würde das auf keinen Fall funktionieren. Never ever. Hey. Ihr habt ja gesehen, wie ich mir einen abschleppe. Da könnt ihr euch vorstellen, wie ich das werfe. Was heißt, werfen ist gut. Schubsen. Das passt da ja. Und wir haben das unter Kontrolle. Wir haben das alles unter Kontrolle. Ich spiele die Mission eigentlich übelst gerne. Nur nicht, wenn diese Abwurfpunkte so scheiße sind wie hier. Na, wobei, es geht ja hier noch durch die Mauer. Hier, der Container hier vorne kann auch ein Abwurfpunkt sein. Ziemlich weit am Anfang kann auch ein Container stehen, wo man was reinwerfen kann. Also, was heißt, der Container steht immer da, aber er ist halt nicht immer für Beute da. Das ist halt immer vom Spiel random. Wenn man das Ding kauft, muss man halt Glück haben. Genau wie mit der Zipline, die kann dort oben sein oder dort hinten am Wasser. Das ist schlecht. Komm ich da nicht zur Mauer? Und da die in der Halle feststehen, denke ich mal, komme ich an die Beute da sowieso nicht ran. Also wir holen raus, was wir rausholen können. Na komm schon. Da ist übrigens unser Kollege mit der Keycard wieder. Na, jetzt haut er ab. Ja. Okay. Wie viele Taschen liegen da unten noch? Zwei. Gut. Dann sind wir damit auch fertig. Dann müssen wir bloß noch den schweren Mist hier wegbringen. Auch nicht mehr so viel. Ne, eine ist es, oder? Das ist eine. Ja, von mir aus ist es halt nur eine. Soll mir auch recht sein. Hey. Ja. Davor habe ich immer Schiss. Denn wenn man eine Tasche auf dem Rücken hat. Oh, der hat die Tasche gesehen. Wenn man eine Tasche auf dem Rücken hat, dann wird man auch weiter entdeckt. Würde man auch immer im Hinterkopf behalten. Dieser Radius, wo man entdeckt werden kann, ist dann größer, wenn man eine Tasche hat. So, haben wir das jetzt auch. Jetzt müssen wir bloß noch den anderen Scheiß hier wegschleifen. Also wir sind... Ja, ihr seht, das ist jetzt gerade größtenteils nur noch... Taschen wegbringen. Und das wäre nicht passiert, wenn die Zipline da gewesen wäre. Da, wo ich sie haben wollte. Auf dem Dach will ich die echt nicht haben. Aber wir haben ja hier wirklich die blöde Zipline bekommen. Und damit dauert gerade das jetzt hier ziemlich lange. Aber dadurch, dass ich den kleinen Kram über die Mauer geworfen habe, habe ich immer noch den Vorteil, ein Stück schneller zu sein. Hätte ich jetzt alles bis hier vorne hingebracht und dann zum Auto, dann hätte ich wesentlich länger gebraucht. Definitiv. Viele liegen da noch. Oh Gott, das ist so viel. Und dann dauert das mit den scheiß Artefakten auch noch ewig. Bringt aber alles nichts. Ich meine, wir wollen das ja hier schaffen. Ist ja nicht so, dass wir hier Finger in Po Mexiko machen. So, noch ein Artefakt. Wie viel hab ich denn? Drei? Sind das drei Artefakte oder sind das... Nee, es... Einmal Waffen und dreimal Artefakt, glaube ich. Übel. Boah, jetzt noch von hier bis zum Auto. Ich meine, guckt euch an, wie langsam ich bin. Meine Güte.
Es ist passiert ja noch nicht mal was. Loot bag secured. Alright, that'll keep Diggs sweet. Now guys, you can cast this out now or stay for more. Okay, die Waffen sind ein bisschen leichter. Auch wenn die immer noch ziemlich viel wiegen. Aber im Vergleich zum Artefakt. Aber da hier nichts passiert. Ja, was soll man da groß zu sagen? Also im Endeffekt ist es jetzt hier gerade nur Taschen wegschleppen von A nach B. Mehr ist es eigentlich auch nicht mehr. Wir könnten jetzt natürlich fliehen, aber ich lasse doch die erbeuteten Sachen hier nicht einfach zurück. Gibt's eigentlich keinen Grund zu. Also zumindest das will ich auf jeden Fall noch mitnehmen und dann können wir noch mal kurz reingucken. Aber was hier schon quasi vorm Auto liegt, können wir auch anpacken und mitnehmen. Das lassen wir auf gar keinen Fall zurück, würde ich sagen. Ich trage sie halt sowieso weg, also von daher weg damit. Nicht, dass RTL noch auf die Idee kommt, den ganzen Mist wieder einzusammeln. Und ihr seht, das hat sich auch schon gelohnt. Ist ja nicht so, dass sich das nicht lohnt oder so. Ganz im Gegenteil. Das gibt eine Menge Cash. Gerade die Artefakte. Dafür sind die ja auch am lästigsten zu transportieren. Wobei ich noch sagen kann, hier immer geduckt gehen, wie ich jetzt hier gerade, auch wenn man damit noch ein Stück langsamer ist, es kann passieren, dass die Wache am Tor einen mit Tasche sieht. Deswegen, aber so einen großen Unterschied macht das jetzt auch nicht. Langsam ist man trotzdem. Ja. Sag mal. One down. Look. So, haben wir zumindest das schon mal fertig. Wie viele Taschen haben wir rausgeholt? 15. Was? 15 nur? Kommt mir vor wie 115. Ich würde gerne dieses Artefakt hier aus dem Container noch haben. Ja, noch ein Artefakt. Haben wir noch nicht genug. Komm ich da hin? Da komme ich gerade. Nicht hin. Ey, ich kann den nicht markieren jetzt. Jetzt haut er auch ab. Perfekt. Was sieht mich da jetzt? Noch einer. Wo kommen die denn alle her, ey? Ganz toll. Da kommt noch ein Wachmann. Oh, sag mal, es ist nicht euer Ernst. Na, ganz toll. Super. Hey. Der guckt mich doch sogar an, oder? Ja, Tatsache. Siehst mich nicht. Solange die jetzt hier nicht abzischen. Da komm ich hier. Na, super. Boah, ey. Echt jetzt? Nein. Ah, scheiße. Ah, okay. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ist egal. Wir nehmen das Artefakt, das nehme ich noch mit. Guess it's RTL, das lasse ich euch nicht. Jetzt ballern hier. War so nicht geplant. Irgendwo muss es ja natürlich schief gehen. War klar. Loot bag secured. Hier, Freunde. Könnt ihr haben. Great work. Professional work. Puh. Ja, das Ende war scheiße. Also es kam mir hoch jetzt von allen Seiten. Nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich noch zu den anderen Containern, die auf dem Gelände noch stehen. Das kann ich mir jetzt irgendwo abschminken. Da bin ich jetzt nicht mehr hingekommen. Ich wollte eigentlich noch die... Wie viele Container sind denn das da noch? Das sind 3, 4 Container waren das, glaube ich. Da wollte ich noch hin.
Aber aufgrund dessen, dass die jetzt gerade wirklich von überall kamen, konnte ich jetzt nichts mehr machen. Aber hey, wir haben gut abgegriffen. Ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Karte. Wir nehmen mal links. Und gucken mal, was wir unter links finden. Oh ja, eine Maske. Gut, damit danke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, dann machen wir Wahltag. Bin ich mir auch noch nicht so sicher. Wie dem auch sei, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.